Ja, und heute wollen wir mal schauen, was die Tiere hier auf Mallorca so machen. Ich bin jetzt hier morgens immer beim Joggen. Und selbst hier findet man also wirklich schon unheimlich viel Tiere. Man muss dazu sagen, hier in der Region, wo wir unsere Finger haben, gibt es unwahrscheinlich viel Bauernhöfe. Und dadurch logischerweise auch sehr viel Vieh. Am meisten Schafe in allen Variationen und in allen Farben. Und ja, und halt auch Bauernhöfe, die alles haben. Das heißt also vom Schwein, vom Karnickel, also wirklich alles. Man hört es auch so ein bisschen im Hintergrund, dass hier ständig irgendwelche Hähne krähen. Also Hühner gibt es hier auch zu Massen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was man hier auf meiner Joggingrunde noch alles so sieht. Wirklich alles, was kreucht und fleucht. Ich habe jetzt hier allein beim Joggen sind mir, glaube ich, 5 oder 10 Hasen über den Weg gelaufen. Und ja, es ist halt hier schon ein bisschen anders in Spanien. Das hat man direkt festgestellt. Das heißt also, hier sind die Tiere reine Nutztiere. Also sie werden aufgezogen, um danach wohl dann auch geschlachtet zu werden. Und dementsprechend werden sie natürlich auch behandelt. Und so habe ich jetzt hier auf meinem Joggingpfad auch endlich ein Pferd, ein Pferd gefunden. Das allerdings ja, erstmal gut aussieht, mal als Positives. Also glänzendes Fell, ist auch nicht unterernährt oder so. Und ja, es wird aber allein gehalten. Das heißt also, es hat überhaupt keinen Sozialkontakt zu anderen Pferden. Es ist total lieb, also wenn man es ruft, kommt es sofort und freut sich. Aber ja, wie gesagt, ne, es fristet halt sein Leben mehr oder weniger allein. Sieht mal, es ist eine Stute, ist scheinbar auch schon ein bisschen älter. Und die freut sich so dermaßen, wenn man hier vorbeiläuft, ne, dass sie sofort angesprungen kommt und sich freut. Ja, ich meine, es ist irgendwie, muss ich sagen, irgendwie herzig, aber trotzdem steht sie halt allein. So, das war jetzt die Joggingtour am Morgen und nachher fahren wir nochmal mit dem Auto durch die Gegend und schauen mal, was wir da noch alles finden. Und nach langer Fahrerei sind wir dann tatsächlich fündig geworden. Das ist hier so eine ganz typische Reitfinger. Also hier wird im Endeffekt ja eigentlich Reiterferien angeboten. Das heißt also eine ganz normale Finger, die halt bewirtet ist und dann eben mit Pferden. Und wenn man hier mal schaut, sieht man also tatsächlich auch welche. Die Haltung immerhin im Offenstall, was ich schon mal toll finde. Das war nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Aber sehen wohl genährt aus und sind auch recht freundlich. Leider ist momentan hier irgendwie gerade Siesta oder keine Ahnung. Also ist niemand hier, den man mal ansprechen kann. Und deswegen fahren wir mal weiter, was wir noch alles finden. Ja, und hier bin ich jetzt wirklich fündig geworden. Ne? Hinter mir also ein Westernpferd à la carte. Crema Catalan, der Name. Das ist jetzt hier ein Reiterhof, auch speziell, wo natürlich dann das Ausreiten für kleine Kinder und auch für Große angeboten wird. Und hier muss ich sagen, geht es den Pferden meiner Meinung nach also schon relativ gut. Hätte ich also so gar nicht erwartet, weil es ist ja meistens so, wenn dann kommerziell irgendwas mit den Pferden gemacht wird, dass die meistens die Leidtragenden sind. Aber hier, also wie gesagt, das ist wie ja, so ein Offenstall, der trotzdem irgendwo auch abgeteilt ist. Hier mal ein paar Junge. Punktepferd da hinten sogar. Und alles da vom Pony bis zum Großpferd.
Ja, und so endet unser kleiner Inseltrip auf der Suche nach den Pferdchen, die wir jetzt ja gefunden haben. Alles in allem muss man sagen, also ihnen geht es wirklich relativ gut. Also da haben wir schon Schlechteres gesehen, wie so arabische Staaten oder in Asien. Also hier soweit alles gut. Ja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Wenn euch mein kleiner Film hier gefallen hat, freue ich mich natürlich tierisch über einen Daumen nach oben. Und mich würde es natürlich besonders freuen, wenn ihr hier meinen Kanal auf YouTube abonnieren würdet oder, wenn das schon passiert ist, eure Freunde dazu einladen würdet. Wir sehen uns dann nicht mehr auf Mallorca, weil morgen geht's heim, aber wir sehen uns im nächsten Film. Bis dahin, ich freue mich. Ciao.